Und das war's schon wieder. Wir sehen uns nächste Woche. Gleiche Welle, gleiche Messstelle. Wortspiel süß. Wie mein? Ja, er meint, dass das Querstudio hiermit als Standard im amtlichen Cannabis-Abwassermonitoring erfasst ist. Haben Sie mich im Verdacht zu kiffen? Ich bin ein gesetzestreuer Bürger. Oho, süß plant Konsum, sobald erlaubt. Das habe ich erstens nicht gesagt. Und zweitens, sobald es erlaubt ist, da geht es den Staat doch gar nichts mehr an. Herr Schauen, süß, es geht doch gar nicht darum, dass wir Ihnen Ihren Joint wegnehmen wollen. Ich habe eh keinen. Süß beklagt, dass er keinen Joint mehr hat. Kann sein, dass Ihr Abwassermonitoring einem Generalverdacht Vorschub leistet? Babalabab. Wir helfen der Bundesregierung bei der Durchführung der Legalisierung. Da, Markus, das war aber nicht abgesprochen. Chill dein Leben, Hupsi. Ich meine doch nur, die Ampel sagt ja immer, durch die Legalisierung gibt es keinen höheren Konsum. Also messen wir, und wenn es so ist, sind alle happy. Sie wollen Ihre Politik an messbaren Fakten ausrichten. Ein Aufbruch in unbekannte Galaxien. Und was, wenn, jetzt sagen wir mal, im Abwasser vom Querstudio erhöhte Cannabiswerte gemessen werden? Das sag ich ja, er kifft. Das tue ich nicht. Ja, dann können Sie auch nichts gegen die Messstelle haben. Also, Stempel drauf. Sie können Widerspruch einlegen. Was allerdings den Verdacht bestätigt. Moment mal, also Sie wollen überall in Bayern Abwassermessstellen errichten, um zu schauen, ob die Leute kiffen. Und am Ende bin ich als Bürger davon abhängig, dass kein Kiffer unsere Studiotoilette benutzt. Hast du gehört, was er gesagt hat, Markus? Am Ende bin ich als Bürger abhängig. Du's fair aufschreiben. Und selbst wenn. Ich meine, was sollen die Messstellen bitte bringen, wenn die Legalisierung da ist? Dann können Sie Ihre ganzen Messergebnisse nachher eindampfen. Sagte der Moderator süß, er könne sich nachher einen dampfen. Der Bürger darf zwar bald kiffen, aber nicht überall. Zum Beispiel nicht rund um einen Kindergarten. Das könnte man rund um die Messstellen auch einrichten. Cannabis-Sperrbezirk, wenn der Grenzwert überschritten wird. Ja, wie beim Nitrat. Wenn da eine Messstelle irgendwo ein paar dersuffene Ratzen die Werte hochtreiben, wird gleich ein rotes Gebiet ausgewiesen. Und aus ist mit dem Odeln. Adel? Odel. Gülle süß. Nee, ich geb's auf. Wie funktioniert eigentlich so eine Cannabis-Abwasserprobenmessung? Ja, da braucht's eine Apparatur mit einem feinen Sensorium. Hat er gerade Abwasser getrunken? Apfelsaft. Na dann. Gute Nacht. Wollen Sie noch mehr? Hammer.